Die meisten von uns haben null Ahnung, was sie fühlen. Wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, dann sagen sie, gut, schlecht, könnte besser sein, so, so, na, na. Das ist die dezidierte Erklärung ihrer derzeitigen Gefühle. Dann können die meisten noch feststellen, dass sie vielleicht Hunger oder Durst haben. Dann können sie vielleicht noch sagen, dass der Frust sie gebissen hat. Vielleicht können sie noch Freude erkennen und das war es dann in der Regel auch gewesen. Wie wollen wir denn Einfühlungsvermögen entwickeln für andere Menschen, von der Familie über die Mitarbeiter bis zum Kunden, wenn wir unsere eigenen Gefühle gar nicht kennen? Und ein Zeichen dafür, dass wir sie kennen, wäre, dass wir sie in Worte fassen können. Wenn ich Sie bitten würde, Farben aufzuschreiben, dann fallen Ihnen nicht allzu viele ein. Wenn Sie ein Künstler wären, würden Ihnen viel mehr Namen für Farben einfallen, zu denen Sie auch eine Vorstellung hätten. Da kommt dann gebrannte Sienna und sowas raus, was der normale Mensch nicht unbedingt erkennt. Die großen Autofirmen haben die Farben ja ganz einfach durchnummeriert. Muss man nicht versuchen, die zu erkennen. Und so ähnlich ist es mit Ihren Gefühlen. Und darauf bezieht sich die folgende Übung. Ich erzähle Ihnen eine kleine Story. Die ist wahr. Und Sie versetzen sich in diese armen, wartenden Schweine in dieser Story. Sie versuchen mitzuempfinden. Sogenannte Empathie. Das Wort Empathie ist ein Mitfühlen können. Nicht im Sinne von Mitgefühl, Mitleiden unbedingt, sondern einfach nachempfinden können. Was empfinden diese Leute? Und wir können nur eine gute Kundenbeziehung aufbauen oder vielleicht sogar Kundenfreundlichkeit erzeugen, wenn wir Empathie entwickeln. Also Sie identifizieren sich mit diesen Leuten. Am Ende der Story werde ich Sie bitten, jeder für sich, aufzuschreiben, machen Sie wieder ein Cluster, welche Gefühle Sie empfinden. Also gut, schlecht und sowas ist verboten. Ja, da muss schon was Differenzierteres rauskommen. Und wenn Sie merken, und das wird nicht eingesammelt, das ist ganz geheim für Sie, und wenn Sie merken, dass Sie Probleme haben, dann registrieren Sie diese, dann ist die Übung damit wirkungsvoll, dass Sie sagen, mir fällt eigentlich nichts ein, ich spüre, da sind Gefühle, aber mir fällt nichts ein. Das ist eine wichtige Inventur. Und es gibt positive, negative und neutrale Gefühle. Und wenn Sie mit jemandem in einem Gespräch sind, von den positiven zu den neutralen, zu den Daten, Fakten, Informationen, können wir leicht wechseln. Aber von den Negativen können wir nicht zu den Neutralen wechseln. Hier ist eine Glasplatte und dazwischen Wald, der psychologische Nebel. Und wenn einer hier steht, können Sie tausendmal sagen, aber bitte bedenken Sie doch das, hier geht nichts durch. Er muss über diese Gefühle kommen in den neutralen Bereich. Also zu sagen, es geht ja nur um die Sache. Sie müssen doch einsehen, dass ist in der Zukunft nicht mehr akzeptabel. Nicht, wenn Sie Kundenfreundlichkeit entwickeln wollen. Also, ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte und Sie schauen mal, wo Sie sich einordnen. Und diese Gefühle hier haben ja alle Namen. Vielleicht können Sie auf ein paar kommen. Das ist passiert Ende der 20er Jahre in Amerika. Große Arbeitslosigkeit, die sogenannte Depression. Da war das ganze Land deprimiert. Und da hat eine Firma ausgeschrieben, einen Job für einen Morse-Operator, das waren die, die da auf der Taste nicht so akustisch noch gemorst haben. Und es haben sich fast 300 Leute gemeldet, auch interessant. Und die Firma hat gesagt, wir sind fair, wir geben den Leuten eine faire Chance und haben Nummern verteilt und haben rechts in dieser riesen Halle, in der das im Erdgeschoss war die Halle, der Rest war dann das Gebäude, haben sie drei Interviewräume eingerichtet und haben die Leute eben in kurzen Interviews nummernmäßig der Reihe nach drangenommen. Und es kamen halt immer mehr Leute, letztendlich waren es an die 300, zunächst merkte man 50, 60, 70 Leute und es kommen noch mehr. Da fing man damit an. Jetzt können Sie sich das vorstellen, bald waren keine Stühle und Bänke mehr da, dann saßen die Leute auf dem Boden, Gott ergeben und warteten. Jeder weitere, der reinkam, war ihr Feind, verringerte er doch ihre Chance auf den Job. Im Hintergrund wurde gehämmert. Also diese ganze Situation stellen sich vor und immer weitere Leute kommen rein, kriegen ihre Nummer, setzen sich hin. Jetzt kam ein junger Mann rein, der bekam so die Nummer 254 oder so ähnlich, der sich auch zunächst Gott ergeben zum Warten hinsetzte wie alle anderen. Und nach einigen Minuten steht der plötzlich auf, zielstrebig, bahnt sich einen Weg durch die Menge der am Boden Sitzenden und geht zu einem Raum auf der Seite der Halle,
klopft da an, wartet überhaupt nicht, ob jemand herein sagt, klopft an, geht rein und verschwindet in dem Raum, schließt die Tür hinter sich von innen. Jetzt schauen die natürlich alle, was da los ist. Und nach einigen Minuten kommt aus jenem Raum ein älterer Herr heraus mit jenem jungen Mann und teilt den Wartenden mit, sie könnten jetzt nach Hause gehen, der Job sei gerade vergeben worden, nämlich an jenen jungen Mann. Wenn Sie unter den Wartenden gewesen wären, was wären jetzt bitte Ihre Gefühle? Jetzt bitte ich Sie, Folgendes in der Kleingruppe zu machen. Malen Sie sich dieses Diagramm auf und machen Sie nur Kreuzzellen. Sind das eher negative, positive, sachlich neutrale Gefühle? Schauen Sie mal, wo es sich häuft. Ganz kurz in der Kleingruppe. Vergleichen Sie die Gefühle. Wird es sich hier häufen? Oder hier oder hier? Testen Sie das kurz. So, ich nehme an, dass die negativen Gefühle überwiegen. Von Neid über Missgunst. Über, mein Gott, ist das unfair, über Frechheit siegt halt doch und das nächste Mal werde ich auch und so. Wer von Ihnen hat, das ist das Einzige, was ich wissen will, alles andere ist geheim, hat von Ihnen jemand, der die Story noch nicht kannte, hat von Ihnen jemand Bewunderung empfunden? Sie sind abnormal, ich gratuliere Ihnen. Es ist abnormal. Sehen Sie, das Interessante ist, wenn wir negative Gefühle haben, dann prägen die Wahrnehmung. Das wollen wir heute auch nicht groß ausführen, nur kurz in den Raum stellen. Wenn Sie sauer sind, sind Sie umgeben von großen weißen Vögeln und von Wüstenschiffen und von Tieren mit Ringelschwänzchen und von Löchern in der Anatomie. Beim Autofahren kennen wir das und außer uns ja nur Idioten zugange. Wenn Ihnen jetzt gerade was Negatives widerfahren ist und Ihrem Organismus ist es völlig egal, ob Sie sich diesen Mist nur in Ihrer Fantasie ausmalen oder ob Sie es echt erleben. Positiv wie negativ. Völlig egal. Dann müssen Sie jetzt durch die schwarz gefärbte Brille gucken. Kampfhormone, Reptilien, Gehirn, all die Dinge, die wir in anderen Seminaren besprochen haben. Wer verliebt ist, guckt durch die berühmte rosarote Brille, der könnte die ganze Welt umarmen. Er hat plötzlich das Gefühl, so blöde sind die Leute doch nicht, wie ich immer dachte. Er sieht auch den Partner durch diese rosarote Brille. Er filtert da sehr viel heraus. Und die heiraten ist interessant, nicht? Erst sind sie verliebt, dann kommt die Hochzeit. Und dann kommt die Ehe. Und dann sehen sie immer mehr Aspekte, die sie gar nicht gekannt haben. Mein Gott, wie der die Zahnpastatube ausdrückt, das kann doch nicht wahr sein. Damit vergiften sich dann Ihre Tage. Wenn Sie negative Gefühle erleben, egal ob eingebildet die Situation war in Ihrer Fantasie oder ob Sie es eingebildet haben, weil Sie meinen, es wollte Sie jemand verletzen, was gar nicht der Fall war, oder ob es wirklich so war, hat wirklich jemand zu Ihnen, du Arschloch, gesagt und hat es auch gemeint, dann sitzen Sie im Gefängnis dieser negativen Gefühle und genau das, was für den anderen gilt, mit dem Sie reden, gilt für Sie. Dann hocken Sie hier. Und wenn nicht jemand sagt, nur komm raus, wenn Ihnen niemand hilft, den Weg zu gehen, dann hocken Sie hier. Sehen Sie, das ist normal. Das ist aber nicht zukunftstauglich. Das heißt, Biologik, Kampfhormone im System, ist ein gigantischer Filter. Freudehormone färben positiv, positiv. Kampfhormone färben negativ. Das ist quasi Dreck im Filter. Hier ist die Wirklichkeit. Und sehen Sie, die Programme unserer Erziehung haben uns einen völlig falschen Eindruck vermittelt. Das Paradigma, mit dem wir aufgewachsen sind, lautet, wenn wir es in Worte fassen, was wir normalerweise nicht tun, lautet, da draußen ist die Wirklichkeit. Dann schmeiße ich meine Sinnesorgane auf selbige und dann weiß ich, was Sache ist. Und Gnade Gott, jemand, der es anders sieht, der sieht es dann falsch, auch wenn er der Kunde ist. Das ist halt einfach so. Das muss ich dann allen Leuten klar machen, wenn sie was falsch sehen, weil das per unserem Programm so vorgesehen ist. Das ist ein Paradigma, das wir haben. Und negative Gefühle schwächen uns. Jetzt wird es ganz spannend. Jetzt möchte ich Sie bitten, Ihre Fantasie einzuschalten.
Jetzt zeige ich Ihnen eine Ideenfindungstechnik, wenn Sie ein Projekt planen. Nehmen wir an, Sie wollen eine ganz neue Sache angehen. Dann ist das schnellste und beste Prozedere, und wir müssen ja schnell denken in der Zukunft, ist Folgendes. Erstens, die Aufgabenstellung steht im Raum, werde ich gleich verkünden. Zweitens, Sie machen 90 Sekunden, die kriegen Sie auch voll jetzt, Ihre ersten Assoziationen. Was fällt Ihnen als allererstes ein? Was glauben Sie, wird wichtig sein? Woran sollte man bei der Sache denken? Nach 90 Sekunden brechen wir ab. Das können dann später auch mal 2-3 Minuten sein. Aber wenn Sie merken, der erste Schwung an Ideen läuft sich tot, dann hören Sie auf. Und dann brauchen Sie andere. Wenn Sie also in der Firma oder wo auch immer Gruppen haben, wo man sich zusammensetzen kann jetzt mit den anderen, die ja auch ihre ersten Gedanken notiert haben, solo zuerst, unbeeinflusst, dann setzen Sie sich zusammen. Wenn Sie das nicht haben, dann rufen Sie ein paar Leute an. Nach dem Motto, was sind deine oder ihre ersten Assoziationen zu dem Thema? 90 Sekunden lang. Und das ist einer der Gründe für die Namensschilder. Sie werden am Bücherstand draußen, können sich Zettel holen, wo Sie Namen und Adressen von den Leuten eintragen können, die Sie persönlich angesprochen haben. Bitte laufen Sie in den Pausen nur mit den Namensschildern rum. Dann können Sie regional Leute finden, die nicht weit weg wohnen von Ihnen, falls Sie sich später auch mal physisch treffen wollen, weil Bildtelefon und Videokonferenz ist noch nicht ganz so weit und noch nicht ganz so preiswert für jeden, nicht wahr? Suchen Sie sich mindestens 10 Leute aus dieser Tagung, wenn es geht mehr, und das sind Leute, wo Sie sich gegenseitig anrufen können nach dem Motto, ich mache gerade meine Ideenfindung, hätten Sie 90 Sekunden Zeit. Bitte fallen Sie dann nicht in ein Blablabla-Gespräch anschließen, sonst dürfen Sie den nicht mehr oft anrufen. Das ist ein anderes Telefonat als ein, wie geht es Ihnen, haben Sie Lust mal über Gedanken zu sprechen, die sich aus der Tagung ergeben haben. Das können Sie natürlich auch tun, aber nicht in der Situation. Und ich habe circa 30 Leute, die ich jederzeit anrufen kann. Gut, der eine ist besetzt, der andere im Meeting, darum hat man ja mehrere auf der Liste, sodass Sie dann 4-5 Personen finden, mit denen Sie kurz austauschen können, was wir hier in der Kleingruppe machen werden. Und Sie werden erstaunt sein, wie viele Ideen nach einmal 90 Sekunden nachdenken und im Austausch mit 4 weiteren Personen, das nenne ich also 90 Sekunden hoch 2, was da passiert, hoch 5, wie auch immer, was da passiert. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz demonstrieren an einem gedachten Projekt. Also die Damen und Herren von hier, so weit wie Ihre Gruppe gereicht hat, hier, Sie nehmen als Thema bitte, dass Sie ein frisch studierter Arzt sind und Ihre erste Praxis eröffnen wollen. Und Sie denken über die Dinge nach, woran muss ich denken, wenn ich eine Arztpraxis eröffnen will. Diese Gruppe hier sind die Zahnärzte. Sie sind die Zahnärzte, Sie sind die praktischen Ärzte. Diese Gruppe hier, wie weit Sie hier in der Kleingruppe waren, Sie sind Bäcker, Sie wollen eine Bäckerei eröffnen. Und Sie wollen ein Restaurant eröffnen. Ein Restaurant. Woran müssen Sie denken? Jetzt kriegen Sie 90 Sekunden erste Assoziationen, dann klingelt's, dann drehen Sie sich um und tauschen sich mit den anderen aus. Ja? Macht nichts. Nehmen wir mehr Ärzte als Zahnärzte. Also bis 2 Gruppen sind Ärzte und eine Gruppe ist Zahnärzte. Ist das hier drüben auch der Fall, dass Sie 3 Gruppen waren? Dann würde ich sagen, hier sind die Bäcker und 2-mal die Restaurants. Einverstanden? Die 2 sind Restaurants. Also 90 Sekunden Ihre ersten Assoziationen im Cluster. Ich werde das nachher auch nicht einsammeln.